Gerhard Schröder hat Sie als SPD-Kanzlerkandidat ins Gespräch gebracht. Macht Ihnen das Angst oder glaubt Schröder ernsthaft, dass er Ihnen damit einen Gefallen tut? Ja, ich habe erst mal geschmunzelt, weil Gerhard Schröder natürlich ganz genau weiß, wie man in so einer Sommerphase Blasen schlagen kann. Also da hat er nichts verlernt. Aber ich werde ja gelegentlich auf diese Frage angesprochen und dann sage ich immer dasselbe. Sie sehen einen sehr zufriedenen Ministerpräsidenten von Niedersachsen vor sich. Ich habe gar nicht die Absicht, mich zu verändern. Haben Sie denn Schröder darauf geantwortet? Nein, muss ich nicht. Wir sehen uns öfter und wahrscheinlich hätte er gegrinst oder gelacht.